Tremel Hudson, who is standing here, he's taking things apart. So, willkommen zum Vortrag Mod Chips of the State. Aus der Übersetzerkabine begrüßen euch Problem und Mr. Bronze. Und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Talk. Der Speaker heißt Tremel Hudson. Das Thema ist schon bekannt aus dem famösen oder infamösen Bloomberg-Artikel. Und da ging es eben genau um diese Hardware-Implants in Supermicro-Geräten. Bitte begrüßt Tremel Hudson. Bevor wir mit Hardware-Implantaten anfangen, zwei Disclaimer am Anfang. Der erste ist, diese Chocolate Bars sind nicht unbedingt wichtig. Und ich weiß tatsächlich nicht, was bei dieser Supermicro-Story von Bloomberg der Hintergrund war. Aber ich habe eine lange Zeit schon über Hardware-Implantate nachgedacht. Zum Beispiel bei Thunderstrike oder Thunderstrike 2, das waren die Angriffe gegen MacBooks. Oder bei Thunderstrike 2, wo wir eben auf die Firmware-Speicher von den MacBooks schreiben konnten. Und dann habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, wie wir uns verteidigen können gegen solche Angriffe. Und dann zum Beispiel mein Mitwirken bei Linux Boot, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie man Server vor physischen und Software-Attacken verteidigen kann. Und ja, mit dieser Einführung, sodass ihr euch nochmal über Firma und Hardware-Attacken Gedanken machen könnt, da hat mich das schon sehr interessiert, was ich bei Bloomberg da gesehen habe. Aber was mich tatsächlich interessiert hat, war das animierte Bild am Beginn der Seite. Das war ein kleiner Teil von der Platine, das dort animiert war. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre genau da, wo ich auch ein Hardware-Implantat platzieren würde. Viele andere Leute in der Hardware- und Firmware-Community fanden das sehr plausibel. Andere haben gesagt, dass Supply-Chain-Attacken, also Versorgungsketten-Attacken, vielleicht ein bisschen zu schwierig wären. Manche Leute fanden, dass das, so wie beschrieben, komplett unplausibel ist. Und generell waren alle sehr verwirrt, als sie versucht haben herauszufinden, was denn jetzt tatsächlich der Fall ist. Also, mit einem Schritt zurück, was waren denn die Hauptpunkte, die Bloomberg gebracht hat? Als erstes haben sie gesagt, dass Amazons Tester einen kleinen Mikrochip auf dem Board gefunden haben, der nicht vom tatsächlichen Design kam. Und das war ein sogenannter Single-Condition-Coupler. Und dieser Chip war mit dem Baseboard-Management-Controller verbunden, mit dem BMC. Und das gibt eben auch Zugriff auf die Maschine, wenn die eigentlich ausgeschaltet ist. Also schauen wir uns nochmal an, was der BMC ist. In den meisten Servern ist der BMC das, was läuft, sobald die Maschine mit dem Strom verbunden ist. Und das ist deswegen, weil man mit dem BMC die Maschine ein- und ausschalten kann. Das wird dann häufig über ein Netzwerk gemacht, sodass man eben über das Netzwerk die Maschine ein- und ausschalten kann. Und das ist auch häufig so, dass dieser Port geteilt wird mit dem eigentlichen Hauptsystem, das dann auf dem System arbeitet. Man kann darüber auch auf die serielle Konsole zugreifen und das BMC kann auch künstliche USB-Geräte anschließen. Dann gibt es auch so Features wie Remote KVM, das heißt, es hat die Möglichkeit, VMA zu emulieren. Und es hängt am PC-Express-Bus und das heißt, es kann DMA auf den Hauptsprecher machen. Dann hängt es auch noch am SPI-Bus zur Host-Firmware, sodass man die Host-Firmware bearbeiten kann vom BMC aus. Und an manchen Systemen hängt es auch am TPM, dem Trusted Platform Module, sodass man damit auch noch die ganzen Vertrauensmechanismen da umgehen kann. Und das ist nicht gut, dass diese BMC-Teile tatsächlich sehr unsicher zusammengebaut werden. Der folgende Manager hier hat gesagt, dass es keine Sicherheitsvorkehrungen gibt, um solche Attacken vorzubeugen oder zu detektieren oder sich da
oder ja, sie zu recovern. Was gab es noch für Claims im Bloomberg-Artikel? Es betrifft wohl über 30 mögliche Firmen, darunter auch Apple. Und Bloomberg sagt auch, dass Apple solche bösartigen Chips auf ihren Boards gefunden hat und das auch dem FBI berichtet hat. Und dass Apple daraufhin die Geschäftsbeziehung zu Supermicro abgebrochen hat. Ja, da bezog man sich dann auf eine Story, die schon 2017 rausgekommen war, als berichtet wurde, dass Apple 2017 die Supermicro-Server aus ihren Rechenzentren verbannt hat. Und man hat dann darüber spekuliert, ob die verbunden waren. Der dritte der Claims, der dritte der Behauptung war, dass eben dieser Chip tatsächlich sehr viel tiefer in das Mainboard eingebaut gewesen wäre und dass diese Chips bereits während dem Produktionsprozess in China von der chinesischen Volksbefreiungsarmee eingeführt würden. Wir hatten gehofft, dass es viele Quellen dafür gibt und für eine normale Geschichte würde ich sagen 17 Quellen, von denen die anonym behandelt werden. Da gehört zum Beispiel 6 aus dem von nationalen Sicherheit, 2 Leute von Amazon und 3 Senior Mitarbeiter von Apple. Das Problem ist, dass als das veröffentlicht wurde, jeder hat irgendwie versucht, das abzustreiten. Es scheint keine Beweise zu geben, sagten die NSA. Amazon sagt, dass sie niemals irgendwelche Hardware-Probleme hatten oder irgendwelche Verbindungen mit der Regierung hatten. Deshalb Apple hat auch versucht, das abzustreiten. Das ist nicht passiert, das ist nicht wahr, hat Tim Cook gesagt. Und Supermicro hat einen etwas längeren Brief geschrieben, was sie getan haben, um ihre Fertigungskette zu schützen und warum sie glauben, dass das nicht passiert ist. Und es lohnt sich, manches davon anzugucken, um was sie sagen, dass sie tun, damit ihre Versorgungskette, ihre Erzeugungskette geschützt wird. Sie sagen, wenn es unautorisierte physikalische Veränderungen gibt, dann würden andere Designelemente nicht mehr passen und es würde nicht funktionieren. Um zu verstehen, wie Platinen gemacht werden, habe ich neulich eine Fabrik besucht. Das ist keine Supermicro-Fabrik, es sind nur Hobbyfotos, aber um neue Verbindungen zu schaffen, würden sie die Triddle-Dateien anfassen. Und wenn sie dann neue Traces machen würden, dann müssten sie die Masken und für die Ätzprozesse austauschen. Und alles, was sie verändern würden beim Bohren oder beim Ätzen, das würde bei der optischen Inspektion auftauchen, das auf den Platinen passiert. Und zusätzlich die Sachen, die Elemente zwischen den Schaltplatinen würde bedeuten, weitere Prozesse zu manipulieren, die sehr tief im System verbunden sind. Wenn diese Implantierung etwas verändern würde, dann würden Tests das feststellen. Zum Beispiel der Test für Kapazität und für Leitung. Elektrische Eigenschaften werden überprüft. Es würde also sehr schwer sein, das alles zu umgehen, den Produktionsprozess und an dieser Stelle zu umgehen. Und es würde auch schwierig sein, das zu erhalten, weil die Fabrik noch gar nicht weiß, welche Kunden die Boards am Ende bekommen. Supermicro sagt außerdem, haben die ihre Mitarbeiter die ganze Zeit nebenan stehen. Also ich habe dann diesen Ferientrip gemacht, um solche PCB-Hersteller zu besuchen und die haben auch gesagt, ihre Mitarbeiter werden zur Produktionslinie gepackt und den Workflow wird beobachtet. Ihre große Sorge ist, dass wenn da niemand da ist, dass dann die Teile, die quasi bereit liegen, um draufgepackt werden, dass sie ausgetauscht werden würden. Ich habe dann
pro Recyclinganlagen gebraucht, die sozusagen Teile ablöten und die dann weiterverkaufen im Kilopreis. Und dann für ein kleines Geld werden sie die wieder auf irgendwelche Bänder aufspulen, sodass du dann ein bisschen sparen kannst bei deinem Herstellungsprozess. Aber es ist nicht nur die Teile zu klauen, sondern es kostet eh nur sehr wenig Geld. Die Arduino-Community hat ein paar Jahre das Problem bekommen, dass FTDI-Chips verkauft wurden, wo die interne Struktur komplett anders war. In dem Fall hat es Verlässlichkeitsprobleme mit sich gebracht, aber von der Sicherheitsperspektive her ist das natürlich ein wahnsinniges Problem. Teile, die identisch aussehen, haben vielleicht unterschiedliche Funktionalität intern. Supermicro hat auch gesagt, dass sie die Mainboards mit Röntgenstrahlen untersuchen, um Anomalien zu erkennen. Und ich konnte leider keine Fotos innerhalb der Fab machen, wo sie die Röntgenaufnahmen gemacht haben, aber auf diesem Bild sehen wir hier aktive Komponenten wie den SOEC-Chip hier, dass sie anders aussehen wie SMD-Mounted Devices, wie Widerstände oder Konzentratoren. Also wenn ein Angreifer das angreifen würde, dann könnte man das auch an dieser Stelle noch mitbekommen. Eine andere interessante Sache in dieser Foto ist, dass man die Leiter in DIP-Packages, in DIP-Gehäusen sehen kann. Manche Leute haben schon gedacht, sie haben irgendwie Implantate in ihrem Ethernet-Chip, als sie das gemacht haben, aber das ist sehr, sehr üblich und man sieht es sehr klar auf dem Röntgenbild. Andere Sicherheitsforscher wie Sophia Dantoin, haben Supermicro-Boards auseinandergenommen und ihre Gruppe hat ein paar komische Sachen gefunden, aber jetzt nichts, was offensichtlich bösartig wäre. Es waren alles nur Sachen, die man in der normalen Supply Chain vermuten würde. Also, ja, das kann man alles bei ihrem Blog nachlesen. Es waren aber definitiv keine bösartigen Komponenten. Also, Supermicro hat dann in diesem Brief auch gesagt, dass der Herstellungsprozess, der Zusammenbauprozess, dass das nicht wirklich angreifbar wäre an der Stelle. Und ich bin da ihrer Meinung, das wäre nicht besonders vernünftig an der Stelle anzugreifen. Aber das ist nicht der einzige Punkt, an dem das passiert. Wir wissen zum Beispiel, dass nationale Sicherheitsbehörden Sendungen abfangen und dann in sogenannten Tailored Access Operations die Computer öffnen, Hardwareimplantate einfügen, wieder versiegeln und dann weiter verschicken. Die NSA hat sogar einen ganzen Katalog an Hardwareimplantaten, wie dieses JTAG-Implantat oder Ethernet-Anschlüsse mit eingebauten Computern drin, als auch Firmware-spezifische, die dann ja BMCs oder sowas angreifen, oder solche, die über Funk Informationen exfiltrieren können. Und Tailored Access Operations sind tatsächlich genau ideal für diese Art von Attacke. Denn sie erlauben es, den Angriff auf einen einzelnen Kunden zu konzentrieren. Es ist ziemlich gut versteckt und es ist auch ziemlich gut und es ist auch ziemlich gut abzustreiten, denn im Gegensatz, wenn man jetzt irgendwie in der Platine was finden würde, wäre ja klar, dass das in der Fabrik passiert ist. Supermicro hat auch gesagt, dass das technisch implausibel wäre, was in dem Bloomberg-Artikel stand. Dass es sehr unwahrscheinlich wäre, dass nicht autorisierte Hardware wirklich funktionieren würde. Denn eine dritte Partei würde das Design nicht wirklich kennen. Ich denke, das ist nicht wirklich akkurat, denn wir wissen ja zum Beispiel, dass die NSA genau das tut und ja, ich mache das ja auch den ganzen Tag. Wirklich alles, was man da wissen muss, ist, dass das alles typische Komponenten sind, die man
im Internet finden kann. Die Datenblätter kann man im Internet finden. Man kann finden, wie das im Restaurantsystem verknüpft ist. Und zum Beispiel jetzt beim BMC, der einzige Teil, den wir wissen müssen, um mit dem Gerät zu kommunizieren, ist der serielle Ausgabepin, den ich hier hervorgehoben habe. Und das heißt, der BMC Flash ist dann mit der BMC CPU verbunden über eine serielle Ausgabe und das geht noch über einen kleinen Widerstand. Und das ist genau die Stelle, wo mein Implantat hier reingeht. Meins ist ein bisschen größer als dieser Widerstand. Man kann das dann auf das Board klippen mit einem kleinen FPGA, der an der Seite hängt. Aber es ist total plausibel, dass man das alles in was reinpacken kann, das so klein ist wie das hier. Ein moderner Arm M0 passt in den Raum von... Moore's Law ist da an der Stelle noch gültig und das heißt, wir können sehr viel Compute-Fähigkeiten in einen sehr kleinen Raum packen. Ja, also in dem Fall würden tatsächlich bis zu 100 Cortex-M0-Prozessoren reinpassen. Und das Problem ist, wir haben halt nur diese beiden Pins. Das heißt, normalerweise bräuchte man beim Spyflash ja mindestens mal 6 Pins, aber wir brauchen auch Power und die Erdung. Und das heißt, wir müssen das durch das Datensignal schicken. Und das heißt, wir müssen irgendwie erraten, wann mit dem Chip geredet wird. Wir haben auch nicht den Dateneingabepin. Und das heißt, wir haben auch keine... Also wir müssen sehr viele von den Protokolldetails rekonstruieren. Wir haben auch keinen Clock-Pin. Das heißt, wir müssen wieder rausfinden, wie wir uns auf diese Clock synchronisieren können. Also auf diesen Taktgeber synchronisieren können. Und ja, wir haben letztendlich... Das Einzige, was wir machen können, ist die Verbindung zu diesem Pin trennen. Das heißt, wir können da nicht beliebige Datensignale drauf modellieren, sondern nur an und aus. Die Wiedergewinnung, die Taktdruckgewinnung ist tatsächlich ziemlich einfach. Man schaut sich einfach die kürzesten Bitübergänge zwischen 101 und 010 an und kann ja eben daraus dann den Datenstrom rekonstruieren, der ins BMC geschickt wird. Wenn wir den Flash-Speicher anschauen, dann sehen wir, dass der größte Teil davon ziemlich gleich verteiltes weißes Rauschen ist. Und dann ist noch ein größerer Teil, der nur 0 ist. Wenn wir uns anschauen, wie der Flash organisiert ist, dann finden wir da den Bootloader. Das ist also ein bisschen schwierig, da jetzt nützliche Änderungen dran zu machen. Dann gibt es den Kernel und das Root-Dateisystem, die sind beide komprimiert und die produzieren damit praktisch weißes Rauschen. Aber dann gibt es noch das JFF2-Filesystem und dieses Dateisystem ist größtenteils leer. Und dieser ganze leere Speicher ist FF, also alles Einsen. Also das sind ganz schön viele Einsen, mit denen man arbeiten kann. Zusätzlich hat es noch relativ praktische Header, nach denen man suchen kann. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel diese magische Bitmaske vom JFF2-Filesystem und nach der können wir suchen. Also, gegeben, dass wir jetzt nun den Taktdruckgewinnung machen können, dann können wir jetzt anfangen, neue Daten in diesen leeren Platz einzufügen. Das heißt, diese kurze Datei, die wir eingefügt haben, ist ein kurzes Shell-Skript und es ist eines der Netzwerk-Konfigurationsskripte. Und jetzt kommen wir zur Demo-Zeit. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Wir laufen in QEMU. Ich habe also kein Super-Microboard mitgebracht. Was wir auf der linken Seite sehen, ist die Flash-Konsole. Also das Hardware-Implantat. Und auf der rechten Seite haben wir die serielle Konsole vom BMC. Und ja, jetzt habe ich eben rechts den Kernel geladen und jetzt sollten wir gleich links ein bisschen Datenverkehr zu dem Flash-Speicher sehen. Ja, wir sehen, dass die Daten ersetzt wurden. Wir sehen auf der rechten Seite, dass das BMC weiterläuft, das übliche Setup macht, Gerätetreiber lädt,
für die Videoausgabe und so weiter. Ja, es hängt jetzt an der Stelle hier ein bisschen, da habe ich mich jetzt nicht weiter drum gekümmert, weil das jetzt nicht meine zentrale Aufgabe hier. Aber irgendwann wird es dann das Netzwerk konfigurieren und dafür führt es dieses Shell-Skript aus, das wir eben modifiziert haben. Hier startet es jetzt KVM, bringt ein paar Teile hoch und ja, wir sehen, es hat funktioniert. Okay, cool. Zum Glück sind wir an diesen Punkt gekommen. In der Hardware ist es natürlich sehr knifflig. Meine Version funktioniert in einem von 8 Fällen. Aber üblicherweise verursacht es keinen Crash, also kann man es gut verschleiern. Man kann jetzt also herausfinden, welche Maschinen werden betroffen sein. In QMA ist es ein bisschen anders, aber auch da sind es nur 2 aus 3. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann drückt es diese Nachricht aus. Und wenn man Enter drückt, dann kommst du auf eine Shell ohne Passwort. Und du bist dann auch root an dem BMC. Und das ist wirklich sehr viel einfacher als das ganze Zeug mit dem Spybus. Ich weiß nicht, wo das Serialport am Supermicro ist, aber auf einem anderen Mainboard konnte ich hier mit dem Oszilloskop rausfinden, wo die seriale Konsole ist. Und konnte rausfinden, das ist eine 115 Kilowatt. Und ich konnte dort auch Kommandos draufschicken. Das ist ein sehr viel einfacher Weg, das zu tun. Eine große Frage, die Leute haben, ist, wie würde man das Fleischimplantat entdecken? Viele verändern ihren ROM, den sie selber geflasht haben. Aber das wird euch nicht vor dem Implant schützen, weil das außerhalb des ROM-Chips sitzt. Deswegen wird den ROM-Chip lesen auch nichts helfen, weil es nicht im ROM ist, sondern außerhalb des ROMs. Selbst wenn du einen Logikanalysator da drauf klemmen wirst und auf den Bus guckst und dabei den Datenstream anguckst, bei dem Booten der Maschine, würde das Implantat nicht unbedingt sehen, wenn sie nicht auf dem BGA-Pin drauf sind selbst. Und das ist also sehr, sehr viel schwerer herauszufinden, wo das Implantat sitzt. Manche würden sagen, okay, wir gucken einfach den echten Netzwerkverkehr an, aber das würde vielleicht nur eine Möglichkeit für den BMC, das zu verändern. Da gab es diesen Talk auf der DEFCON, wo sie gezeigt haben, wie sie die Systemfirmware kontrollieren können über Backdoor in einem Hypervisor, eine Hintertür im Hypervisor. Und ein Cloud-System konnte also den Rest des physikalischen Speichers lesen. Also, was machen wir? Das große Problem ist, dass der BMC viel zu viele Privilegien hat. Es ist mit allem verbunden im System. Aber der BMC ist nicht unser einziges Problem. Wie White Quark gesagt hat, PCs sind irgendwie Geräte schick angezogen. In einem Anzug. Es gibt alles, was komplizierter ist als ein Transistor, hat wahrscheinlich Firmware. Super Micro Implants könnten sozusagen auch dafür deuten, dass auch irgendwie die kleinsten Teile die Firmware haben. Selbst die Spannungsversorgung kann Code Execution Privilege erzeugen. Es ist wirklich krass zu sehen, wie eng unsere Systeme miteinander verbunden sind. Und wie in diesem Talk aufgezeigt wurde, das sind nicht viele Millionen Dollar Angriffe, das sind 5 Euro Hardwarekosten, die hier eine Bedrohung darstellen, für die wir uns sorgen sollten. Die Richtlinie, die hier publiziert wurden, sind eher so im Systematischen. Sie versuchen alles in das TPM zu tun, die vertrauenswürdige Hardware-Plattform. Aber die haben natürlich trotzdem Probleme bei ihren eigenen Hardware-Implantaten. Es gibt zum Beispiel das TPM-Genie-Hardware-Implantat von der NCC Group, die das durchaus brechen kann.
So, dann gibt es Leute, die vorschlagen, dass wir zu Trusted Execution Environments wie Intel SGX oder ARM Trust Zone wechseln könnten. Dann, die haben aber auch ihren eigenen Satz vom Problem, wie auf dieser Konferenz auch schon demonstriert wurde. Dann gibt es Projekte wie Google Titan, was sie zum Beispiel für ihre Server entwickelt haben und was jetzt aber auch an den Chromebooks auftaucht. Dann das Microsoft Cerberus Projekt, was jetzt auch tatsächlich in Azure, in der Azure Cloud verwendet wird. Dann gibt es Firmen wie Apple, die auch ihren eigenen Weg gegangen sind mit dem Apple T2 Coprozessor, aber der macht das auf die Kosten von der Nutzerfreiheit. Und ja, das ist eben genau das Problem, wo ich sage, da müssen wir eigentlich einfach diese ganzen Geheimnisse da loswerden. Im Gegensatz zu dem, was der Supermicro-CEO gesagt hat, einfach nur das Design vom Motherboard privat halten bringt keine zusätzliche Sicherheit, sondern wir sollten eigentlich in jedem Fall volle Baupläne und Designschemata und Dokumentation und so weiter haben, damit alle Kunden nachvollziehen können, dass das, was sie kaufen, auch tatsächlich das ist, was sie sich darunter vorstellen. Dann gibt es noch das Linux Boot Projekt, wo ich ja auch dabei bin, wo ich auch denke, dass es eben ein entscheidender Schritt vorwärts ist, Linux in der Firmware zu verwenden. Und dann gibt es auch noch das Projekt MicroBMC, was auch wiederum Linux verwendet, um ja ein offenes BMC bereitzustellen. Es ist auch in einer speichersicheren Sprache geschrieben, nämlich in Go. Und wir verzichten da auch auf die ganzen Legacy-Features, die häufig Quellen von Sicherheitslücken sind. Also ist es tatsächlich passiert? Weiß ich nicht. Es ist technisch möglich, definitiv. Also wir müssen uns da auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Und ich hoffe, dass die kommenden Schritte in diesem Bereich, also Hardware, Vertrauensanker, Attestierung aus der Ferne, also Remote Attestation, offene Hardware und offene Firmware, dass das uns die Möglichkeit gibt, Kontrolle zurückzugewinnen. Wenn ihr an mehr Diskussionen interessiert seid oder an offener Firmware, dann gibt es in dieser Halle eine Assembly dazu, das Open Source Firmware Assembly, und da könnt ihr mithelfen, an den Projekten mitzuarbeiten oder auch einfach Druck auf die verschiedenen Hersteller ausüben, um die Situation zu verbessern. Danke, dass ihr gekommen seid. Great talk. Thank you very much, Tremel. We have 10 minutes for questions, so. Okay, es gibt 10 Minuten Zeit für Fragen an die Mikrofone, wenn ihr Fragen habt. And we also have the Signal Angel probably with questions. Oh ja, und hat der Signal Angel Fragen aus dem Internet? Any questions? Microphone number 3? Mikrofon 3? Ja, was ist deine Meinung zu den Talos-Systemen, also den OpenPVC-basierten, also okay. Power9-basierten? Das ist eine Architektur, die nutzt offene Firmware, sehr ähnlich zu Linux Boot. Die heißt Pettiboot. Und es schiebt das Linux in den Bootloader. Ich bin ein großer Fan. Es gibt viele Leute in der Open Source Community, die da sehr aufgeregt darüber sind oder Vorfreude haben. Ich hoffe, dass da mehr Paranoid-Systeme sein werden. Ich bin also auch sehr gespannt auf das, was bei RISC-V passiert mit Open Source CPUs. Würde es wirklich
eine Möglichkeit sein, dass wir ein echter Weg für mehr Sicherheit für uns, was die CPUs tun. Danke für deinen guten Talk. Hast du eine, wenn man einfach zwei Scope Probes zwischen den beiden Widerständen platziert, würde man dann nicht die Spannungsänderungen beobachten können, versus einer relativ konstanten Spannung sonst? Also, das heißt, wenn man die Eingabeimpedanz des BMC-Chips reduzieren würde, könnte man da was erkennen. Was ist die Frage? Ja. Also könnte man nicht einfach mehr Strom in das Setup bringen? Die Frage ist also, würde es möglich sein, zufällige Veränderungen im Implantat zu entdecken? Ein Ziel war, nur die zwei Pins zu brauchen, sodass ein einziges Stück auf dem Motherboard quasi ersetzt werden kann mit der entsprechenden Nadel, sodass man es in wenigen Sekunden austauschen kann. Ja, wenn du mehr Pins hast, kannst du natürlich auch, wenn du zum Beispiel Spannungsversorgung bekommen kannst, kannst du noch viel mehr spannende Sachen machen. Aber das würde eine andere Veränderung am Motherboard benötigen. Also einige der Argumente, dass diese Implantate einfach nicht möglich wären seitens von Supermicro, dass man da so viel in der Fab ändern müsste. Was denkst du, wie wahrscheinlich wäre es, dass jemand die Zubehörteile, die Fabrik überhaupt erst empfängt, verändert hat und dann die Fabrik das einfach in jedes reinbaut? Die Frage ist also, hat jemand vielleicht die Files, die Dateien manipuliert, die zur Fabrik gegangen sind? Ja, das ist absolut möglich, aber das ist auch sehr wahrscheinlich, dass das entdeckt werden würde von Supermicro. In den meisten Fällen möchtest du nicht unbedingt der Firma vertrauen, die das macht, dass sie es auch testet. Also würdest du es wahrscheinlich einer anderen Firma zum Testen geben und dann würde das vielleicht nicht auf die Spezifikation passen, die du designt hast. Also es ist definitiv möglich und ich will das jetzt nicht spekulieren, ob da irgendwie was schiefgegangen ist. Aber es würde auf jeden Fall mehr Veränderungen bedeuten und würde sehr wahrscheinlich bei der Kontrolle auffallen. Okay, nächste Frage am Mikro 2. Bei vielen Motherboards gibt es ja ganz schön viele Komponenten, die nicht populiert sind. Übersetzung ist hier undeutlich. Ah ja, genau das hier. Würde das nicht ziemlich einfach machen, an dieser Stelle etwas einzufügen und was einfach in parallel zu schalten, dass man es da nicht erkennen kann? Supermicro hat viele extra Pads auf dem Board. Dieses hier zum Beispiel, das hatten sie in 8-Pin und 16-Pin Flash-Chip-Pads, die einfach parallel zusammen waren. So, dann können sie irgendwie gucken, welcher Chip ist billiger diese oder nächste Woche und dann können sie das eine oder das andere draufpacken. Deswegen ist es billiger. Das erlaubt ihnen die Position, das Spannende ist, wo der Datenausgangspin liegt. Ist die Frage beantwortet? Es gibt noch eine Frage auf Mikro 2. Inwiefern könnte signierte Firmware eine Lösung für dieses Problem sein? Signierte Firmware löst viele der Probleme, aber nicht
alle Firmware ist, üblicherweise ist nicht die ganze Firmware unterschrieben. Im Spezifischen würde in einem modernen BMC der Kernel und das Root-File-System würde wahrscheinlich signiert sein, aber das NRE-RAM in dem BMC ist dafür gemacht, vom User verändert zu werden. Das kann also nicht in der Fab signiert werden. Das würde also einem solchen Angriff auch offenstehen. Außerdem könntest du einen seriellen Konsolenangriff machen, der würde die Signatur umgehen. Die Host-Firmware des A66 macht einen sehr guten Job, es schwerer zu machen, Code-Execution während des Boot-Prozesses zu erreichen. Aber es gibt Beispiele, wo es schlecht implementiert wurde. Also selbst wenn Firmware signiert wurde, konnten Leute trotzdem noch Code Execution in diesem Prozess ermöglichen oder erreichen. Vielen lieben Dank, Trevor Hudson, für diesen Vortrag. Eine Runde Applaus für dich, bitte.